Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play und Build zu Minecraft von der Adventure Map Drake Kingdom. Ja, ich habe gedacht, da ich das Let's Play auf 1.9 machte und mir das Kampfsystem nicht gefällt, dachte ich einfach, ich werde wieder anfangen in der Minecraft Snapshot zu 1.9 und einfach im Kreativmod euch zeigen, wie ich baue und so weiter. Und ich mache eine richtig coole Adventure-Map, die so an Gothic und Skyrim erinnert. Also eine richtig schon fast erwachsene Adventure-Map mit einer Geschichte, die halt auf Schilden geschrieben wird oder über Commando-Blocks, muss ich dann noch schauen. Und wir werden es richtig detailliert und so machen. Ihr dürft mitwünschen. Ihr dürft Sachen, Dinge wünschen, mir beschreiben über die E-Mail draco mit c basler@gmail.com. Dürft ihr mir ja Infos, Wünsche und so schreiben, wie zum Beispiel ein Haus möchtet oder wenn ihr Vorschläge habt, Verbesserungsvorschläge oder ja Fragen, wenn einmal ein Download erscheint. Das wird wahrscheinlich all 30 Parts oder so kommen. Und ich werde nebenbei noch hinter geheimen Fassaden noch andere Sachen machen, damit ich einfach ein bisschen schneller vorwärts komme und ihr auch dann in der Download-Map mehr zu entdecken habt, die ihr vorher noch nicht wusstet, weil ihr es nicht gesehen habt im Let's Play. Und ich werde überall Geheimnisse, Easter Eggs und so verstecken, die ich auch nicht zeige, also die ich nachträglich nicht während der Aufnahme hinstelle und die dürft ihr danach in der Download-Map dann suchen gehen. Dürft ihr sie mir sogar schreiben über dracobasler@gmail.com, wo ihr es gefunden habt, wie und wenn ihr Hilfe braucht, dürft ihr mich auch fragen über diese E-Mail-Adresse. Also das meiste, was halt privat ist, dürft ihr über die E-Mail-Adresse machen. Das, was nicht privat sein soll, oder zu mir kommen soll, das dürft ihr unten in die Videos schreiben. Und am besten eben nicht spoilern oder so in der Öffentlichkeit. Dürft es gerne nicht in der Öffentlichkeit weitergeben, aber am besten nicht ja spoilern, weil ja ich es nicht so gern habe, wenn dann alles schon den neuen Spielen eigentlich in die Ohren gezwungen wird. Also, ich möchte es so gothic und Skyrim ähnlich möglich machen. Ich werde richtig gute Geschichte machen, ich werde Dungeons machen, alles Mögliche und zeige das meiste vor allem mal im Let's Play. Und ja, dann werde ich einfach weiterbauen, auch außerhalb der Aufnahme. Und ja, wir gehen mal rein in diese Map. Das war ja vom Let's Play diese Map. Und in diese Map gehen wir mal rein. Und da habe ich schon mal einen Spawn, damit ich weiß, wo der Spawn liegt, gemacht mit Bedrock. Und dann fangen wir hier an zu bauen. Und ich habe gedacht, wir machen am Anfang mal so einen Spawn, zum einfach erklären, was so die Adventure Map macht, also ist, wie sie entstanden ist und so weiter. Und dann werde ich Städte, Dörfer, alles mögliche ringsum bauen natürlich. Also, jetzt machen wir zuerst mal alle Bäume weg. So. Noch kurz das Schaf killen, bevor es uns noch zu Tode nervt. Ah, ich muss wieder mich gewöhnen. Es wurde alles geändert in der 1.9. Sorry. Das Kampfsystem ist ganz anders. Und das machte mir auch ein bisschen Probleme im Survival-Modus. Dann baue ich auch lieber jetzt noch, bis ich alles gelernt habe von der 1.9. Und ich liebe dafür eigentlich die Snapshots zum selber entdecken, wenn die Spieler noch nicht alles verraten haben in den Foren und in den Let's Plays und überall auf eigene Faust alles zu entdecken. Das finde ich richtig cool und das möchte ich auch so ein bisschen fördern in diesem Let's Play. Und für die Leute, die die Map dann spielen wollen, es gibt natürlich ganz viele Sachen, die ihr im Let's Play nicht sehen
werdet oder könnt, weil sie eben hinter geschlossenen Fassaden gemacht werden. Und das mache ich eigentlich hauptsächlich, damit ich etwas zu tun habe, wenn ich die Videos hochlade, weil ich relativ lange brauche zum Hochladen, schlechtes Internet habe, keine Möglichkeit Glasfaser zu bekommen und deshalb recht reduziert ist und hat schlechte Anbieter, weil ich in einer WG wohne und die haben Cablecom aus der Schweiz. Ich wohne in der Schweiz, also in Solothurn, im Kanton Solothurn, aber nicht in Solothurn unten. Und dort ja, gibt es nicht mehr. So schade es ist, ich möchte gerne in die Stadt zügeln, aber habe einfach das Geld noch nicht natürlich und auch nicht so die Möglichkeiten. Es ist sehr teuer in Basel. So. Also, wir haben jetzt im ersten Part halt noch ein bisschen eine langweilige Arbeit. Das ist das Flachmachen und das schwarze Bretter machen, kreieren. Und ja, dann die Anleitung machen. Und ich werde so Farben für die Bretter aussuchen mit Schilder oben drauf, dass man sieht, ah, das ist ein Tutorial, ah, das ist eine Hauptstory, das ist eine Nebenstory und so weiter. Und die Hauptstory mache ich golden, also mit Goldblöcken. Und die Farbe der Ding muss ich dann noch aussuchen. Der Flagge. Wahrscheinlich Orange oder so für Gold. Und oder keine Flagge machen. Weiß jetzt nicht. Das dürft ihr mir auch gerne erklären, wenn ihr eine Idee habt. Und Verbesserungswünsche sind natürlich immer willkommen. Auch Kritik ist willkommen, damit ich mich auch verbessern kann. Ohne Kritik kann ich jetzt nicht wissen genau, was denn blöd ist und was nicht. So, das reicht jetzt mal. Jetzt haben wir hier. Ja, okay, hier sollte noch ein bisschen weg. Ist ein bisschen blöd, dass wir gerade hier spawnen, wo es nach oben geht. Können wir nichts dafür. So, jetzt. Ja, jetzt ist gut. Jetzt können wir hier mal noch abmessen. Wie machen wir den Boden? Ich möchte den Boden gerne aus Steinziegel und bemooste Steinziegel machen. Die machen wir mal so. So. Zum Beispiel hier. So ist gut. Kurz schauen. Ja, sieht ungefähr gut aus, aber das möchte ich gerne in bemooste umwandeln, das auch. So. Da noch. Muss jetzt nicht so exakt sein. Können wir mal bemoosten. Ich möchte ein bisschen mehr bemoosten, also dass es alt aussieht. So. Und eben, es ist nicht eine Adventure-Map, dass man das so ein bisschen kindlich ist oder so. Ich möchte es gerne so erwachsen wie möglich machen. Und auch so, ja, nicht brutal, aber halt richtig barbarisch, männlich und so. Dafür habe ich recht viele Kaiser- Reiche, also das heißt ja Kingdom, Kaiserreiche, ausgedacht. Dafür fehlen mir aber noch die Namen. Die möchte ich gerne von euch wissen, was, wie ich sie so nennen soll. Und ich werde sie dann nach und nach vorstellen. Dann dürft ihr zum Beispiel vom Blauen Reich einen Namen heraus zu, ja, denken. Und vom Roten Reich, das... okay, vom Roten Reich habe ich schon einen Namen, da möchte ich gerne
Nein, vom Roten Reich brauche ich auch einen Namen, aber einen bestimmten Namen. Mal gucken. So, jetzt haben wir das gleich fertig. So. Mein Ziel ist natürlich auch, einen Server daraus zu machen. Aber dann im Game Mode 2, damit nichts kaputt gemacht wird. Und dann halt immer mit Resets. Je nachdem. Mit Bucket halt dann. Und ja. Ach komm. Nicht falsche Taste drücken. So. Jetzt haben wir mal den Platz. Es hat ein bisschen krumm. Ich muss da noch mehr aus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das ist exakt. Dann hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ist ein bisschen schlecht. Ich möchte aber... Ja, es passt halt nicht. Dann machen wir hier noch 4. 1, 2, 3, 4. Ja. 1, 2, 3, 4. So. Ist das jetzt richtig oder falsch? Ja, es ist richtig, aber das muss weg. So. Und hier drüben. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ist es richtig. Gut, dann machen wir jetzt aus Schwarz, ja, Kohleblock, die Schilder, und die mache ich jetzt mal in alle Richtungen, außer in eine Richtung nicht, und okay, dann mache ich es hier nicht, in dieser Richtung nicht, weil hier ist es natürlich am flachsten. Hier sollte es beginnen, die Story, und auch die Einleitung. Dann geht es also hier los. So, also dann haben wir hier ein kurzes, ein langes, ein kurzes, und hier geht eigentlich der Weg dann los. So, ist das in der Mitte? Ja, nicht ganz, dann machen wir einen Vierweg. So. Ich möchte aber außen alles... Ding machen beim Osterstein. So. Und in der Mitte ist es halt zusammengekommen. So. Also auf diesen Schilder werde ich dann später etwas schreiben. Ich möchte hier eine Ruine machen und da oben eine Ruine machen. Und dann würden wir dort drüben und dann die Wege, der Weg eigentlich hier durch machen. Wir kommen eigentlich so zum ersten Gebiet hierüber. Und in diesem Gebiet, mal gucken, werde ich eigentlich die erste Zivilisation machen, die halt noch überlebt hat. Und hier hat sogar ein fliegender Block. Hallo, fliegender Block mit schnell drauf. Erdblock mit schnell drauf. Wow. Dann werde ich hier das erste Dorf machen, das so ein bisschen hier drüber ragt und hier weitergeht. Und was ich noch entdeckt habe, ist, das war hier drüben bei der Steppe. Komm, schneller fliegen. Speed geht leider nicht, das ist gleich Speed 5 oder so. Schade drum. Müssen wir ein bisschen Geduld haben. Ja, hier drauf kann man auch noch jetzt machen. Ja, hier, das Dorf. Aber das müssen wir dann noch ein bisschen umgestalten.
Der Tempel kann zum Beispiel unser erster oder zweiter oder dritter Dungeon sein, der dann dort reinführt. Und da oben kann dann auch etwas sein, eine Burg oder so. Und wenn ihr Vorschläge habt, wie zum Beispiel Drago, macht doch sein Let's Play das, dort beim Blumenbiom, also Flower Forest Biom, ein schönes Schloss entsteht oder so. Dann mache ich das, wenn es mir auch Spaß macht, natürlich. Oder sonst zöge ich es halt ein bisschen heraus, aber sage euch natürlich Bescheid, wenn ich keine Lust habe. Wenn ich halt wirklich keine Lust habe, zum Beispiel auf ein gigantisches Schloss, das so extrem detailliert ist, dass ich Kopfschmerzen nach dem dritten Paar bekomme oder so. Ja, zöge ich es halt heraus oder sage, nein, danke, ich bin nicht so begeistert von dem oder so, aber ich nehme natürlich das Beste, ja, ich nehme es natürlich sehr gerne an, wenn es nicht allzu schwer ist. So, ein paar Blöcke kaputt. Und dann mal hier drauf. So. Gut, das sieht mal schon schön aus. Ja, das ist nicht gut, weil hier der Eingang ist. Mache ich mal hier einen noch. So. Und mache dann noch ein paar Treppen. Dann haben wir das erste Gebäude im ersten Part. Wow. Das richtig schäbig aussieht noch natürlich. Ich bin natürlich auch ein besserer Bauer. Aber, so. Ja, so ist gut. Hier noch höher. Ja, okay. Und ja, Fackeln gab es natürlich in den Ruinen auch, aber die sollten eigentlich erloschen sein, aber ich möchte natürlich auch ein bisschen ausleuchten. Zum Beispiel hier und hier und hier vorne. Ja, so. Dann ist auch ein bisschen ausgeleuchtet. Hier oben kann man noch Fackeln machen. So. Und wo noch ausleuchten? Ich möchte einfach ein bisschen hier wegmachen und dafür dann machen wir am besten ein Glowstone. So, dann sieht man, ah, hier ist man gespawnt. Ist das überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich habe es gesehen. Muss ich das eins näher machen? So, sollte es eigentlich richtig sein. Fünf. Ja, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hä? Was ist jetzt noch falsch? Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das Problem ist eigentlich, dass man hier nur 3 machen sollte. So. Aber dann hier 2 hat. Ja. Und dann hier. Großes Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hätte muss aber jetzt 1. Oh Mann, ich hasse Ausmessen. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es passt dort einfach nicht. Hä?
hier ist es. Ja, dann habe ich den Fehler. Gut. Boah, ey. Bringt mich zum Schwitzen. Gut. So. Also, dann haben wir das. Dann können wir das zumachen wieder. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie noch ein paar Büsche. Sollte ja auch so aussehen, dass es verwüstet worden ist. Ein paar einzelne Büsche, die ein bisschen verwildert wurden. Eichenlaub. Gut. So. Die waren mal zusammen. Und jetzt leider nicht mehr. Also dass es nicht mehr durchgehend ist, dass hier immer wieder so Ding sind. So, hier noch. Schön dekorieren. Da mache ich zu. So, und hier auch. Ja. So sieht es relativ schön aus. Ich mache natürlich hier auch noch gerne ein paar Büsche, damit es ein bisschen besser aussieht. Sollte ein bisschen verwildert aussehen natürlich. Und Bäume werde ich auch noch pflanzen. Ein Penis. Oh. So. Natürlich keine Fichtending. Das sähe natürlich auch ein bisschen blöd aus, wenn die Bäume gleich haben, Blätter haben wie die Büsche. Und jetzt machen wir noch ein paar Fichten. Dafür brauche ich noch Knochenmehl. Ein Baum sollte dazwischen hier sein, wenn es geht. Ja. Okay, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt haben wir halt die Büsche dazwischen, aber sieht nicht schlecht aus. So. Naja. Sieht ein bisschen generisch aus, weil die Bäume so groß sind. Aber, ah, falscher Knopf. Oh, der sieht gut aus. Ups, nicht hinter dem Baum, sondern vor dem Baum durch. Und da fehlt noch einer. Ah, falscher. So. Ja, sieht recht gut aus. Dann können wir eigentlich zum Schluss noch beginnen mit dem Schädelschreiben. Ich lasse den Ding, damit ich weiß, wo der Spawn war. Weil ich ja keine Minimap habe und nur an den Koordinaten eigentlich den Spawn wieder finden kann. Ja, ist da 250 bei Z, aber das andere ist ungefähr bei 0. Das finde ich wieder. Und wir machen ja auch Wege. Also ich werde eigentlich immer sofort Wege machen, damit ich auch wieder zurückfinde in andere Dörfer und so. Und ja, dass ich einfach weiß, wo ich dann das nächste Mal wieder Let's Play anfangen soll, also ja, ein Part vom Let's Play anfangen soll. Wenn ich mal wieder zurück muss, weil ich irgendwo gebaut habe, einfach nicht im Video. Unter verborgenen, unter verborgenen Mauern oder so. Also, ich möchte beginnen eigentlich mit dem ersten Schild, ich schreibe mal hier drauf Einführung Teil 1, dann eine Trennlinie, der Start, so, und dann ein zweites Schild. Einführung ins Abenteuer Drake King
dann. So, machen wir aus ohne Satzzeichen. Es sieht besser aus, wenn jetzt dann noch ein Ausrufezeichen dastehen würde. Dann würde es ja eigentlich keine Einführung sein, kein Titel. So, und dann steht hier Gothic und Skyrim ähnliches Rollenspiel in einer gebaut in einer von Drago Basler und seiner Community gebauten Map. So. Ich möchte noch beschreiben, wie die Map so ist. Also sie ist ja Open World, also mal schreiben wir mal Open World Kampagne oder so. Open World Hauptstory mit vielen Nebenstories und Geheimnissen. Schreiben wir mal ein 2S. Geheimnis. Nein. Ich hoffe, ich schreibe es richtig, weil ich bin ja Schweizer und war in der Schule eigentlich schon gut im Deutsch, aber das war schon so lange her. Also das ist jetzt 16 Jahre her, seitdem ich in der Schule war. Und dadurch ist meine Deutsch durch das viele Gamen und Sport machen wahrscheinlich schon wieder ein bisschen tiefer in den Noten oder höher in den Noten bei euch in Deutschland. Und deshalb, ja, nicht mehr ganz so gut. Aber ich hoffe, ich mache keine Fehler. Also es gibt viel schlimmere. Ich kenne viele Kollegen, die können fast gar nicht richtig schreiben. Da muss ich auch immer rätseln. Und aber in einer solchen Map sollte eigentlich alles schon richtig geschrieben sein. Und Geheimnissen. Mal Ausrufezeichen wissen. Und dann, Abenteuer in Dungeons. Na, das werde ich später schreiben. Nochmal lesen. Open World Haupt. Was haben wir geschrieben? Haupt. Was war das? Ja, okay. Mit Hauptstories und Nebenstory und Geheimnissen. Denken. In dieser Welt wird der Rollenspiel Aspekt groß geschrieben. Ihr werdet eine lebendige Welt vorfinden, wo alles so echt wie möglich, ja, soll ja eine lebendige, so lebendig. Erschaffen wurde. So? Nein. Dann halt so. Daran will ich mich auch halten. Also es hört sich jetzt so ein bisschen wie angeblich an oder so, aber eigentlich bin ich ja nicht so ein Angeber, aber jetzt muss ich schon ein bisschen
angeblich machen, damit es halt auch sehr motivierend geschrieben, also dass es auch motiviert, die Story überhaupt zu durchgehen und so. Und ich kann natürlich auch irgendwelche Monster und Spawner einbauen und dann die Items irgendwo verstecken. Das motiviert noch mehr. Und ja, wir werden es dann sehen. Da mache ich jetzt eigentlich hier auch mal fertig und denke mir da noch ein paar Sachen aus. Hier kommen am besten die Völker oder die Königreiche dieser Adventure Map vorgestellt. So. Und hier möchte ich noch die Regeln oder Pflichten. Weil wenn ihr im Kreativmodus hier eigentlich die Adventure Map spielt, dann macht es natürlich auch nicht so viel Spaß. Und deshalb möchte ich hier noch schreiben, dass man in der Bitte im Adventure-Modus spielen. Nicht die Gebäude für andere Adventure Maps verwenden. Damit höre ich einfach, dass ich als Architekt diese Adventure Map nicht möchte, dass dann plötzlich überall, sogar in den Let's Plays, dass dann meine Gebäude gebaut werden, oder? Damit möchte ich eigentlich auch verhindern, dass mein Baustil und alles so ein bisschen kopiert wird, weil ich habe zwar noch einen relativ 0815 Baustil, aber alles so ein bisschen modifiziert durch verschiedene Kulturen und möchte es auch nicht ganz so extrem detailliert bauen, weil erstens ist eine Menge Arbeit und zweitens ist es auch nicht schön, wenn tausende Blöcke irgendwie einen Kopf oder so von einer Statue formen. Das möchte ich nicht. Also ich möchte die Gebäude auch nicht so gigantisch wie möglich bauen. Ich bin eher so einer, der kompakte Gebäude baut, dafür coole Gebäude und einzigartige Gebäude baut und nicht irgendwelche 200 Meter große Schlösser, die so extrem detailliert sind, dass man schon fast ohnmächtig vom Anschauen wird. Und deshalb möchte ich jetzt einfach noch kurz das ansprechen, dass man eben, dass ich das gebaut habe und dann nicht tausend andere Leute, weil sie es cool findet oder so. Und Monster nicht rauslocken oder ja, ist ein bisschen blöde. Ich werde das auch noch editieren, wenn wir dann den ersten Dungeon so gemacht haben. Und dann noch auch testen, wie es dann geht. Also, ich möchte es mal kurz schreiben. Monster nicht rauslocken oder durch rein raus gehen der Map entfernen. Ob das überhaupt geht? Nein, ich glaube, es geht irgendwie auch gar nicht. Aber ich schreibe jetzt trotzdem das mal, weil Spawner sollten dann auch mit einer Spitzhacke. Ja, geht dann im Adventure-Modus gar nicht. Ja, dann muss ich das wahrscheinlich mit dem Spawnen lassen oder es einfach nicht machen. Und werde dann das Brett natürlich wieder entfernen. Aber toll, dass ihr den ersten Part mal angeschaut habt. Wenn ich euch
meine Interesse geweckt habe, dann dürft ihr gerne ein bisschen etwas darüber erzählen, wie ihr es findet, wenn ich so eine Story Map mache. Und ja, so Verbesserungswünsche oder Kritik dürft ihr gerne unten in den Kommentar schreiben oder per E-Mail an dracobasler@gmail.com, also dracobasler@gmail.com schreiben, wenn ihr es einfach privat sagen wollt. Bitte nicht einfach schreiben, ja, das macht keinen Spaß oder das ist langweilig oder so. Gibt einen Grund, wieso ich irgendwas nicht so gut mache, oder gebt mir einen Grund, was ich sehr gut mache oder nur gut und was ich natürlich verbessern sollte, oder beschreibt ein bisschen, was ihr nicht schön findet, zum Beispiel das Spawn. Wenn ihr das Spawn jetzt gerade noch nicht so schön findet, dürft ihr auch gerne die Verbesserungswünsche geben, wie es schöner wird. Und wenn ihr wollt, dürft ihr mir ein Haus beschreiben, wie ihr es haben wollt. Und dann kann ich ein Schild hinstellen, weil es ja kein, ich habe ja keinen Mod, wo ich NPCs platzieren kann und auch keinen Server, wo das geht. Hatte ich mal, aber der war ja nicht so erfolgreich, weil die Spiele einfach gemacht haben, was sie wollen und ich keine Zeit hatte. Aber vielleicht wird das später dann auch mal wieder kommen. Und wenn ihr dann schon fest drin seid, dann geht es euch natürlich besser. Und ihr dürftet dann ein NPC spielen. Der NPC darf auch gerne ein paar Orten sein, in der Stadt oder so. Ja, einfach als Schild oder als... Genau. Es gibt ja einen Befehl, wo man diese Rüstungsstände, Arme und so machen kann. Und die werde ich dann immer wieder erschaffen, wenn das geht. Ja, das geht. Und werde ich dann ankleiden. Also ihr dürft dann wählen, was ihr tragen wollt. Natürlich soll es auch realistisch sein, zum Beispiel Kettenhemd oder Lederstiefel, die auch gefärbt sind natürlich. Da kann man ganz viele Farben kreieren, indem man die Farben zusammenmischt, in die Lederstiefel macht. Zum Beispiel Orange und Gelb gibt noch helleres Orange. Und Blau und Rot gibt zum Beispiel so Rosa, aber anders. Und dann mache ich ein Schild davor oder nebendran, dann steht zum Beispiel, weiß ja auch nicht, anders geht momentan, zum Beispiel da, dann auf dem Schild Drago Basler. Dann der Job, zum Beispiel Held, Dragoner, Let's Player. So zum Beispiel. Steht dann einfach ein bisschen neben dran und dann dürft ihr das natürlich in der Adventure Map auch anschauen und lesen. Und ich werde immer wieder zwischen den Parts Geheimnisse verstecken, also Kisten mit Loot drin oder so, oder einfach Rätsel, Schatzkarten und so weiter. Und wenn ihr Ideen habt, dürft ihr das natürlich auch schreiben. Und schaut euch mal das süßes Skelett an. Die haben auch ein bisschen an der Textur wahrscheinlich ein bisschen geändert. Sieht für mich auch ein bisschen ungewohnt aus. Keine Ahnung. Vor allem ist 1.9 eigentlich recht gut, kommt aber nicht so gut an. Und das erzähle ich dann im zweiten Part davon ein bisschen, was ich so entdeckt habe von Minecraft, wieso die Spieler es nicht so mögen und so weiter. Und ja, freue mich auf das 10. Update, also 1.10 oder so, 2.0, keine Ahnung. Wenn dann mal wieder etwas kommt, das auch mehr Spaß macht, wie zum Beispiel ein neues Biom oder sogar etwas wie ein Dungeon erneuer oder viele Blöcke zum Bauen. Für Baukünstler wie ich zum Beispiel hätte gerne neue Blöcke, wie zum Beispiel Schrägblöcke oder kantige Blöcke oder so, Sterneblöcke. Und ja, zum Beispiel irgendwas Galaxisches oder Fantasy-artiges und nicht irgendwie Kampf-Update, das Kampfsystem so etwas von falsch und unbalanciert macht wie jetzt im 1.9. Aber das erzähle ich dann im nächsten Part, was mir da nicht gefällt. Und ja, hätte gerne das 1.8 Kampfsystem wieder zurück.
Aber ja, das ist so meine persönliche Meinung. Und ich frage euch mal, wie findet ihr das 1.9 Kampfsystem? Wenn ihr mal die Snapshots spielt, dann wisst ihr ungefähr, was ich damit meine. Man muss dann immer wieder in der richtigen Zeit drücken und aufladen und alles Mögliche blocken. Geht ja jetzt auch mit dem Schild. Die Schilde sind übrigens hier unten. Hier, da. So ein Schild kann man färben und so weiter. Wie ihr das findet. Ja, also, Dankeschön fürs Schauen. Wenn ihr das toll findet, gebt mir bitte einen Link oder ein Like oder ein Dislike, wenn es euch nicht so gefällt. Aber auch bitte mit Kritik natürlich. Und ja, ich werde mich natürlich von Part zu Part auch wieder verbessern, weil momentan, ja, ist es ja erst gestartet und ich muss mich auch ein bisschen zuerst einstellen darüber. Und eben, ich zeige so viel wie möglich und so gut wie möglich. Das war ja jetzt erst der Anfang. Das Geile kommt dann natürlich erst in den nächsten Part. Und dann wird es immer geiler, weil ich auch natürlich lerne und so weiter. Und heute war im ersten Part natürlich auch noch relativ viel erzählen. Ja, also Dankeschön. Ich werde es so gut wie möglich machen und viel Spaß noch mit anderen Parts oder ja, was ihr gerade macht. Viel Spaß davon und tschüss.